Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Camouflage Box von Nazar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Camouflage von Nazar. So sieht das Ganze aus. Sehr düster, sehr dunkel das Ganze, also so eine schwarze Box. Und hier sehen wir graue Wolken, die ein bisschen so wie ein, ja, wie so ein Teufel oder wie so ein Dämonenwesen da geformt sind. Also ich würde das klar als Augen und so als Nasenpartie sehen. Und hier sehen wir dann in weißer Schrift Nazar Camouflage mit diesem roten Balken. Ansonsten die Box glatt schwarz, hier nochmal Nazar Fucker Edition zu lesen. Ebenfalls glatt schwarz und hier nochmal Nazar Fucker Edition. Rückseite ebenfalls blank schwarz, bis auf die Credits. Alles klar. Okay, dann schauen wir gleich mal, was sich in der Box befindet. Und zwar haben wir hier einmal einen Sticker, die Instrumentals zum Album, Camouflage, das Album an sich, eine Fahne, ein Poster und ein Turnbeutel. Okay, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Super Jewel Case, gefällt mir sehr gut. Und hier sehen wir Nazar, zumindest sein Gesicht. Ja, hier auf der Stirn so eine Wolkenformation, also sieht für mich fast aus wie ein Rabe, aber Wolken in Rabenform. Und also wenn man das jetzt hier so als Schnabel sieht. Und es wirkt etwas, ja, traurig bedrückend, weil gerade hier, dadurch, dass sich hier das so verläuft und fast aussieht wie Tränen, wirkt so ein bisschen, ja, Kiss-mäßig oder Emo-mäßig. Bisschen traurig das Ganze. Ansonsten erinnert mich ein bisschen an sein erstes Album, an Kinder des Himmels, aber da war das Ganze noch etwas, ja, da war das Ganze blau vom Hintergrund her und nicht so düster und Debri. War auch etwas aggressiver das Album. Okay, dann haben wir hier 20 Tracks. Krass, also sehr selten in der heutigen Zeit, 20 Tracks auf einem Album. Und es ist leider echt schwer zu lesen mit dieser roten Schrift. Wir haben Features von Falco, Sido, Cello und Abdi, Mark Forster. Jawohl. Meine Favoriten auf dem Album sind Intro, guter Beat, schöne Message und Camouflage. Auch eher ein tieferer Track mit Mark Forster, aber Titeltrack des Albums und die Botschaft richtig, richtig gelungen. Dann haben wir hier einmal das Booklet. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier Porträtaufnahmen von Nazar. Die Hände in der Bomberjacke. Nochmal eine Nahaufnahme seines Gesichts. Der zutätowierte linke Arm. Und was haben wir hier? Die Credits zum Album. Und nochmal Nazar aus der Nähe. Und hier wieder diese Balkenoptik. Also gerade hier dieses Balkendesign, auch hier über das Gesicht, aber das zieht sich so durch das ganze Albumdesign. Diese Balken werden wir noch sehen. Werden wir noch sehen. Hier zum Beispiel auf der CD Nazar Camouflage und hier 5 rote Balken. So sieht das Ganze aus. Dann haben wir die Instrumentals, wie so oft in einer Papphülle. Nazar Camouflage Instrumentals lesen wir hier. Und hier hinten haben wir wieder die ganzen Credits, ohne Tracklist, ohne irgendwas. Auch hier wieder die Balken, allerdings in grau. Dann haben wir den Sticker. Dieser relativ groß im Querformat, so wie eine Postkarte,
Und das ist ein, ja, ist die Frage, was das sein soll. Sieht aus wie ein Hund gekreuzt mit einem Schwein. Wir lesen hier Nassar und hier wieder diese Balken und diese Hunde-Schweine-Fratze. Also sieht echt merkwürdig aus. Dann haben wir einen Turnbeutel. Schwarz und hier in weiß bzw. hellgrau im Aufdruck NASA Camouflage zu lesen. Andere Seite blank schwarz. Oben, ihr kennt das zum Zumachen. Und auf der unteren Seite haben wir hier die Schnüre verknotet. Und was wichtig ist, die Öffnungen hier sind mit einem Metallring verstärkt und zusätzlich dann auch nochmal mit Leder oder hier mit Kunststoff vernäht. Weil es hin und wieder kommt es vor, man kriegt solche Turnbeutel und die sind unten einfach offen. Und das ist halt mühsam, weil wenn man die ein paar Mal verwendet, ihr kennt das, dann scheuert das Seil hier oder reibt und dann hat man hier relativ schnell einen Riss drinnen. Das kann nicht passieren mit diesen Metallösen. Gut verarbeitet, gefällt mir. Es würde mich nur interessieren, ob wir hier irgendwie einen Zettel oder, jawohl, einen Hinweis finden. Sehr gut. Und zwar haben wir es zu tun mit einem Turnbeutel von, was lesen wir hier, Backbase, ein BG10 und United Kingdom, 100% Polyester, Sponge Clean Only. Okay, hier noch die Pflege- und Waschhinweise. Alles klar. Steht jetzt leider kein Made In dabei, aber Backbase aus Großbritannien. Gut. Dann haben wir ein Poster. Müssen wir mal kurz Platz machen, weil das dürfte relativ groß sein. Oder es täuscht einfach, weil es so dick gefalten ist, so klein gefalten ist. Ja, so groß ist das dann doch nicht. Wir haben hier NASA in der Profilansicht und also alles in schwarz-weiß und grau gehalten und hier auf der Unterseite ebenfalls wieder diese Schweinehundefratze und hier auch wieder NASA der Schriftzug. Rückseite blank-weiß und das Ganze wie gesagt im Hochformat. Schauen wir mal, ob das Ganze wieder. Ja, egal, das mache ich dann später, dass ich das Ganze wieder zusammenlege. Und dann haben wir als letzten Bestandteil diese Fahne. Upa. So sieht das Ganze aus. Und jetzt haben wir hier auf der Fahne einmal komplett nochmal diesen schönen, ja, Schweinehund, Teufelshund, was auch immer das darstellen soll. Unten links haben wir in weißer Schrift NASA den Schriftzug. Ansonsten diese roten Balken quer über die Fläche, mit Ausnahme von so einem kleinen schwarzen Rand. Und wir haben auch hier wieder solche goldenen Metallringe, solche Ösen verarbeitet. Das heißt, ihr könnt diese Fahne auch wirklich wie eine Fahne verwenden und hier einen Strick durchfädeln. Hier haben wir leider keinen Zettel, der uns irgendwie Auskunft gibt über Material oder Herkunft. Aber ich schätze mal, das Material wird wohl Polyester sein oder ja, auf jeden Fall Kunststoff. Und wo es hergestellt wird, ich schätze mal, das wird hergestellt im asiatischen Raum. Ich tippe mal heiß auf Bangladesch, China, eventuell noch Philippinen. Alles klar. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne, NASA. Dann haben wir den Camouflage-Turnbeutel. Dann das Poster im Hochformat. So sieht das Ganze aus, mit NASA und diesem Teufelshund. Dem Sticker in der Postkartengröße,
die Instrumentals in der Papphülle und das Album an sich im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box, Camouflage von Nazar. Falls ihr die Musik feiert, falls ihr Nazar unterstützen möchtet, die Links, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.